1887 ist Emily Kemping vor das Bundesgericht gegangen. Das Problem war, dass sie Anwältin werden wollte. Das haben ihre Behörden aber verweigert mit dem Hinweis darauf, es fehle ihres aktiven Bürgerrecht. Mit anderen Worten, sie hätte weder wählen noch abstimmen können. Oder nochmal anders gesagt, sie war halt kein Mann gewesen. Emily hat mit der Verfassung argumentiert. In deren ist gestanden, dass jeder Schweizer wählen und abstimmen kann. Das hat sie argumentiert, das sei ein generisches Maskulinum. Die Frauen seien stillschweigend mitgemeint. Man müsse die Verfassung nicht ändern, man müsse sie nur richtig lesen. Das Bundesgericht hat gefunden, diese Argumentation sei, Zitat, ebenso kühn wie neu und hat klar abgewiesen. Emily hat sich 10 Jahre lang an diesem Unrecht aufgerieben, dann ist sie in eine Nervenklinik eingewiesen und entmündigt worden. Böse Ironie am Rand, ein Jahr später hat ihr Heimatkanton Zürich Frauen als Anwältinnen zugelassen, solange sie mündig waren. Der Kampf für die politischen Rechte der Frauen haben dann andere übernommen. Die haben es probiert mit Unterschriftensammlungen und Petitionen. Hier eine, die sie im strömenden Regen eingereicht haben. Und im Regen hat man sie auch stehen. 1927 sind Frauen darum dann mit einem riesengroßen Schneck vor das Bundeshaus gezogen, um dagegen zu protestieren, dass es mit dem Frauenstimmrecht in der Schweiz also unsäglich langsam vorwärts gegangen ist. Wo der zuständige Bundesrat Häberlin 1934 sein Departement an seinen Nachfolger übergeben hat, hat er ihm geschrieben, Zitat, das Dossier mit dem Frauenstimmrecht liegt in der mittleren Schublade rechts. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist noch eine Bewegung in die ganze Geschichte gekommen und das so fulminant und erfolgreich wie die Heidi Zeller-Bähler in Whistler Mountain. In mehreren Kantonen ist über das Frauenstimmrecht abgestimmt worden und die Abstimmungen sind alle bach abgegangen. Bei einigen schon zum dritten Mal. Immerhin hat dann die Bürgergemeinde von Riechen 1958 das Frauenstimmrecht einmal auf Gemeindesebene eingeführt. Das vermutlich auch als Reaktion auf das, was ein Jahr vorher in der Walliser Gemeinde Unterbach passiert ist. In Unterbach hat Katharina Zennhäusern als allererste Frau in der Schweiz einen Zettel in eine Urne geworfen. Allerdings, es war eine separate Urne. Die Stimmen der Frauen sind nicht gezählt worden. Nebendran ist die richtige Urne gestanden, die der Männer. Und die Männer haben in dieser Abstimmung darüber befunden, ob für die Frauen in der Schweiz künftig ein Zivilschutzobligatorium eingeführt werden soll. Es war ein besonders krasses Beispiel dafür, wie in der Schweiz die einen über die anderen bestimmt haben. Und die Zennhäusern haben gefunden, sie wollen wenigstens symbolisch gegen diesen Missstand protestieren. Die Zennhäuserns sind gut befreundet mit Iris und Peter von Rothen. Iris, das ist vermutlich die radikalste Feministin, die die Schweiz je hatte. Von der Hausarbeit hat sie sich per Ehevertrag freistellen lassen, ihre Tochter hat sie in eine Krippe gegeben und in Zürich ist sie mal verhaftet worden, weil sie, Achtung, Spotsnacht allein unterwegs war. 1958 hat sie Frauen im Laufgitter publiziert. Ein Buch, das dort angetroffen hat, was weh gemacht hat. 1959 hat in Kuba der Fidel Castro die Revolution ausgerufen und in der Schweiz hat es der Peter von Rothen immerhin mit einer kleinen Revolution probiert. Wegen ihm mussten Schweizer Männer landesweit über das Frauenstimmrecht abstimmen. Und das ist so herausgekommen. Immerhin haben dann mehrere Westschweizer Kantone auf kantonaler Ebene das Frauenstimmrecht kurz darauf eingeführt. Und auch in der Deutschschweiz hat sich etwas bewegt. Mein heißgeliebter Kanton Basel-Land hat 1960 das Stimmrecht ausgedehnt, auch auf die geistig gebrechlichen Männer. Das Baselbieter Frauenkomitee hat gefunden, das sei ja gut und recht, aber es gäbe einfach noch etwa 50'000 Frauen im Kanton, die geistig auch einigermaßen auf der Höhe seien. Komplett absurd ist die ganze Geschichte dann aber 1968 geworden. Der Bundesrat hat wollen die Europäische Menschenrechtskonvention ratifizieren. Und das unter expliziter Ausklammerung von den politischen Rechten der Frauen. Man fragt sich, welchen Teil von Menschenrecht die Herren nicht so ganz verstanden haben. 1969 sind darum die Amerikaner auf den Mond gegangen und die Schweizerinnen sind auf die Strasse und haben randaliert. Okay, haben sie nicht. Aber sie haben demonstriert und auf Artikel 4 von der Bundesverfassung aufmerksam gemacht. In dem steht, alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich. Sie haben gefunden, sie seien da irgendwie mitgemeint. Ebenfalls Ende 60er haben weitere Kantone das Frauenstimmrecht eingeführt. Und als sie gemerkt haben, dass darum keine Kinder verhungern, sich niemand in einen Vampir verwandelt und auch keine Gewaltorgien ausgebrochen sind, haben Schweizer Männer 1971 dann auch auf nationaler Ebene endlich Ja gesagt. Kurz darauf haben auch die meisten Kantone und Gemeinden das Frauenstimmrecht eingeführt. Mit zwei wichtigen Ausnahmen, den beiden Appenzell.
Es ist noch einmal fast 20 Jahre gegangen, bis dann endlich der David Hasselhoff in Berlin die Mauern eingerissen hat und die Appenzell Ausserrödler Männer Ja gesagt haben zum Frauenstimmrecht. Nur in Innerrhoden hat es weiterhin geheissen, keine Frauen an der Landsgemeinde. Das ist der Theresia Rohner nicht in den Kopf gegangen. Sie hat über Freunde eine Abstimmung erwirkt und die ist im April 1990 so ausgegangen. Das waren die Ja-Stimmen und das die Nein. Also ist Theresia dort angegangen, wo Emily 103 Jahre vorher abblitzt ist. Vor das Bundesgericht. Die Bundesrichter haben sich die Innerrhoder Verfassung ganz genau angeschaut und haben dann gesagt, da steht es ja, alle Schweizer können wählen und abstimmen. Das, liebe Appenzeller, das ist ein generisches Maskulinum. Die Frauen sind stillschweigend mitgemeint. Ihr müsst eure Verfassung gar nicht ändern, ihr müsst sie nur richtig lesen. Hat es jetzt am Bundesgericht nicht nur Juristen gehabt, sondern auch noch ein paar Sprachwissenschaftlerinnen, hat man diese Erkenntnis vielleicht schon ein paar Jahre früher haben können.